Herzlich willkommen heute zu unserem letzten Lesestopp unserer literarischen Reise durch die Pyrenäen. Heute lassen wir die Berge der Pyrenäen hinter uns und gelangen in die Region Navarra. Eigentlich in einer fruchtbaren Landschaft, dem Gemüsegarten Nordspaniens, befindet sich dort ziemlich versteckt auf einer Hochebene die Lehmwüste Bardenas Reales. Obwohl nur eine Fahrstunde südlich der durch den Jakobsweg und die Stierläufe bekannten Stadt Pamplona gelegen, ist diese Wüste sehr einsam und auch den Spaniern selbst wohl eher unbekannt. Davon profitieren wiederum zwei große Organisationen. Zum einen nutzt das spanische Militär das Herz dieses UNESCO-Biosphärenreservats, so absurd es auch klingen mag, als Übungsgelände. Der Zutritt zu diesem Sperrgebiet ist strengstens untersagt. Zum anderen fungieren die Bardenas Reales, deren bizarre Landschaften man ebenso in Arizona, Mexiko oder sogar auf fremden Planeten vermuten könnte, als Filmkulisse für viele Filme, Western, Serien und auch Musikvideos. Madonna drehte beispielsweise hier ihr Video Frozen, Pierce Brosnan als James Bond, Die Welt ist nicht genug. Und die äußerst populäre Serie Game of Thrones benutzt die Bardenas Reales als dothrakisches Meer. Auch den Heimatplaneten Tatooine, der Star Wars-Helden Anakin und Luke Skywalker, findet man zu Teilen in den Bardenas Reales wieder. Aber die berühmte Erzählung, die mir in den Sinn kam, als ich diese karge Wüstenlandschaft erlebte, ist von ganz anderer Art. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry bricht von seinem winzigen Heimatplaneten auf, um Freunde zu finden. Er hatte sich nämlich mit seiner einzigen Freundin, einer sprechenden Blume, einer Rose, entzweit. Auf anderen Asteroiden trifft er eine Reihe von einsamen, ich-bezogenen Personen und der kleine Prinz zieht desillusioniert weiter. Der siebte Planet, auf den er gelangt, ist die Erde und er landet direkt in der Wüste und trifft zunächst auf eine Schlange. Als der kleine Prinz auf der Erde ankam, war er sehr überrascht, dass er niemanden sah. Er fürchtete schon, er wäre auf dem falschen Planeten gelandet, als sich plötzlich ein mondfarbener Ring im Sand bewegte. »Guten Abend«, sagte der kleine Prinz aufs Geratewohl. »Guten Abend«, antwortete die Schlange. »Auf welchen Planeten bin ich gefallen?«, fragte der kleine Prinz. »Auf die Erde«, antwortete die Schlange. »Ah, auf der Erde ist also niemand?« »Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß«, sagte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und blickte zum Himmel. »Ich frage mich«, sagte er, »ob die Sterne erleuchtet werden, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau! Da ist mein Planet. Er steht direkt
über uns. Aber wie weit er entfernt ist. Er ist schön, sagte die Schlange. Warum bist du hergekommen? Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume, antwortete der kleine Prinz. Ah, sagte die Schlange. Und sie schwiegen. Wo sind die Menschen? Sprach der kleine Prinz schließlich weiter. In der Wüste ist man ein bisschen einsam. Man ist auch bei den Menschen einsam, sagte die Schlange. Der kleine Prinz sah sie lange an. Du bist ein lustiges Tier, sagte er schließlich zu ihr, schlank wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs, sagte die Schlange. Der kleine Prinz musste lächeln. Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Beine. Du kannst nicht weit reisen. Ich kann dich weiter fortbringen als ein Schiff, sagte die Schlange. Sie rollte sich wie ein goldener Reifen um den Knöchel des kleinen Prinzen. Wen ich berühre, gebe ich der Erde zurück, der ihr entstammt, fügte sie hinzu. Aber du bist rein. Du kommst von einem Stern. Der kleine Prinz antwortete nicht. Du tust mir leid, so schwach wie du bist, auf dieser Erde aus Granit. Ich kann dir helfen, wenn du deinen Planeten eines Tages zu sehr vermisst. Ich kann... Oh, ich habe dich schon verstanden, sagte der kleine Prinz. Aber warum sprichst du immer in Rätseln? Ich löse sie alle, antwortete die Schlange. Und sie schwiegen. Der kleine Prinz wandert tapfer weiter und findet schließlich doch eine besiedelte Gegend. Dort begegnet er einem Fuchs und gelangt im Gespräch mit diesem zu einer ganz wichtigen Erkenntnis. Der Fuchs nämlich sagt zum Abschied: Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du deiner Rose geschenkt hast, macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich meiner Rose geschenkt habe, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, erklärte der Fuchs. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist für immer für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.
Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Dieses moderne Märchen, nicht nur für Kinder, wurde sehr berühmt. Und es lohnt sich unbedingt, falls man das Ende der Erzählung vergessen hat, sie noch einmal aus dem Bücherschrank hervorzuziehen und zu lesen. Und nun sind wir auch am Ende dieser literarischen Pyrenäenreise angekommen. Ich hoffe, sie hat euch ebenso viel Vergnügen bereitet wie mir. Und ich darf euch verraten, die nächste literarische Reise führt uns nach Italien, in eine ebenso faszinierende wie geheimnisvolle Stadt, in die Serenissima, nach Venedig. Adios e ci vediamo a Venezia.